Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evil Genius. Ja, dem Spiel, in dem wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen und alle Menschen und Zuschauer in Brilloreaner zu verwandeln, indem sie den Abo-Button hauen und indem ihr bereits bestehenden Brilloreaner mir helfen könnt, indem ihr das teilt und einfach, Kommentar da lasst oder sonst irgendwas. Wäre mega nice, super geil. Ja, in der letzten Folge ist das Spiel ja abgeschmiert. Seitdem kam ein Fix. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr. Er schätzt jetzt meine Grafikkarte auch richtig ein. Ich hoffe, das passt auch alles. So, wir haben jetzt hier auch umgebaut. Ich musste hier aber noch was machen, weil wir haben hier noch den Raum ausgebaut. Und das müssen wir noch mehr machen. Da hatten wir nämlich soweit. Waren wir letzte Folge zwar schon, aber ich dachte mir jetzt, wenn wir jetzt 2, 3 Minuten wiederholen, bringt das keinen um, ne? Und deswegen machen wir das einfach mal. So. So, wunderschön. Bestätigt. I bestätige it. Very nice. Ja, wir Your haben. criminal networks are idle. Meine. Consider Oh. running some schemes. Ja. Alles klar. Also die hat mir gerade gesagt, dass hier auf der Weltkarte gerade keiner irgendwas am machen ist. Und das geht natürlich nicht. So, wir haben hier das Problem. Ich muss die Quest nochmal auswählen. Alles klar. Das ist aber nicht das Problem. Das geht alles schnell. Wir starten hier den Plan. Bestätigen. Können wir hier auch starten. Bestätigen. So, und dann sind wir gleich wieder auf dem Stand von vorm Absturz. So, alles bestätigt. So, jetzt muss ich die Quest wieder annehmen hier. Tag. Boom. Wir wollten den Sohn, haben wir gesagt. Erste Nebenhandlung, alles klar. Los, Minions, macht eure Arbeit gefälligst. Okay, er braucht bisschen Moral. Ja, er hat gerade einen Leichensack gesehen. Ja, heul mal nicht rum, immer. So, alle Dude. Ich kann, mir ist übrigens aufgefallen, wenn jetzt mal hier Agenten kommen, ne? Ich mache mal kurz Pause, um das zu erläutern. Dann müssen die erstmal hier durch. Und dann irgendwann hier oder so. Oder hier ab dem Bereich. Wird es dann erst dangerous. Das dürfen die alles nicht sehen. Oder hier dürfen die auch nicht rein, glaube ich. Und später kann man hier, also man kann. Die ruhig durchlaufen lassen und die markieren, dass man die ablenkt, dann gehen die Wachen einfach dahin und sagen, hey, Bro, geh mal weg. Und dann gehen die normalerweise weg, es sei denn, es sind stärkere Agenten. Das wurde auch alles durch einen Hotfix eingefügt. Ja, wollte ich mal kurz sagen. Wir sind Research has been übelst paused. rich, Alter. Das ist extrem. Habe ich denn hier noch die Einstellungen, die ich gemacht hatte? Nee. Doch, guck mal, einen Techniker können wir noch gebrauchen. Research has Und ich will noch resumed. einen vierten Wissenschaftler, Alter. So. Haben wir noch Arbeiter? Your Nee. scientists have discovered something. Was? Oh, nice, Freunde. Wir können jetzt in tiefere Gefilde vordringen. Wunderschön. Das heißt, wir werden das hier. Wahrscheinlich, also jetzt können wir härteren Stein vergraben, aber hier ab hier können wir dann auch wirklich eine Etage tiefer oder höher gehen. Das ist sehr geil. Ich wollte aber noch mal ganz kurz gucken, was es hier so gibt. Länger dauert, bis sich Argwohn bildet. Das hier sollte ich zum Beispiel machen, weil ich glaube, das brauchen wir sehr bald. Das machen wir jetzt Research has auch. begun. Okay. So, heuere einen Handlager vor der Weltkarte an. Ja, das würde ich auch gerne machen. Ach, unser Ding steht auch schon, unser Abhörsystem-Dings. Das heißt, wir können hier jetzt erkunden. Und dann warten wir mal, bis unsere Schergis das erledigt haben. Ich versuche mal nicht zu viel in Doppelgeschwindigkeit laufen zu lassen, weil ich glaube, das Spiel ist cool genug, dass man sich Prepare das for reinziehen power kann. on Komm mal hier hin, my way. my friend. Irgendwas mit Agenten zu sehen? Irgendwie gar keiner zu sehen, ne? Nur ein Tourist. Guck mal. I want you to distract Ich that versuche das intruder einfach mal mit if you dem can find Ablenken. them. Lala, lala.
Können wir denn noch, warte mal, wir können doch bestimmt noch irgendwas für unser Casino bauen, oder? Ja, guck mal, hier eine Bühnenshow, hier ist ein Baccarat-Tisch. Ja, hier nimmt direkt eine Bar am Anfang hin. Zack. Oh, vielleicht soll ich das Ding auch verkaufen. Dann machen wir das so. Direkt am Eingang steht hier so ein schicker Baccarat-Tisch, Alter. Und dann, ja. Dann passt das nicht mehr. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Warte mal. So, nein. Warte mal, dann. Sorry, Leute. Dann machen wir es halt so. Alles bestätigen. Steht hier nämlich erstmal ein bisschen was im Weg. So, und jetzt haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Jetzt gucken wir doch mal. Müssten wir eigentlich was einnehmen können? Ja, nicht wirklich. Aber okay. Gucken wir mal, wie weit ist das hier? Wir sind noch nicht da. Hier ist angefangen, hier ist angefangen, hier warten sie auch noch auf Transport. Alles klar, Leute. Das ist ja kein Ding. Das Böse kann warten. Dann tut mir leid, wenn ich ab und zu solche Effekte habe, aber so bin ich einfach und das gehört dazu. Wo sind die Agenten eigentlich? Scheiße, ich habe voll nicht aufgepasst. Sind die noch unterwegs? Nö. Hä? Oh je, das ist nicht so gut. Du bist doch ein Agent, oder? Roter Alarm! Roter Alarm! Research has been paused. Wo sind die denn? Oh Leute, ist das gruselig, wenn man nicht weiß, wo die sind, ey. Aber die wurden bestimmt einfach schon zurückgeschickt und ich hab's nicht gecheckt, wetten. High Alert! Cancel. Jetzt hab ich die wieder auch nicht dumm, Alter. Ach, Brille, du Brot. Ja, wir hoffen einfach mal, dass hier keine entkommen oder so. Oder irgendwelchen Mist bauen. Wäre halt nicht so ultra geil. Warte mal, ich könnte noch ein Ding im Labor gebrauchen. Labor, Gegenstände. Passt das nicht hier an der Wand, ey? Warum nicht, hä? New optional objective available. Hier vielleicht, ja. Guck mal, hier wird's passen. Machen wir. So. Weil wir haben 4 Forscher und jetzt können dann 3 gleichzeitig dingsen. Das ist cool. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Sind hier langsam mal Leute unterwegs? Nee. Weißt du, die ersten Quests sind schon fast wieder fertig, die da oben zumindest. Wegen dem roten Alarm halt, ne? Naja, ist halt so. Are you real? Ich weiß, du wirst voll paranoid, wenn du böse bist. Ich sag's euch. Ja, und den hatte ich doch verkauft, oder? Hm. Den machen wir mal zu den Touristen noch ab. Dann brauchen wir auch bald wieder neue Diener-Sklaven. Da mache ich jetzt noch ein paar. 4, 5. Ah, 6 ruhig. Ja, Bro. Mach das. So, a scheme has succeeded. Und die sind immer noch nicht da. Heftig. What's the lows going on? Ich sollte vielleicht erstmal hier Argwohn verringern. Genau, mach das mal. Ja, da fliegt der erste Helikopter. Sauber, Leute. Sauber. Sehr schön. Das ist auch gleich fertig. Können wir direkt wieder Geld oder auch nicht? Jetzt können wir Geld sammeln. Zack. Muhaha.
So. Die ist auch fertig. Dann warten wir eine Sekunde. Oder zwei. Oder drei. Oder vier. Ja. Danke. Ja, ja. Ich weiß, die Shaggies sind wir dann los, aber das ist alles gut. Und wieso sind unsere Touristen so schlecht unterwegs hier? Was ist denn hier passiert, ey? Alle weg. Als wäre mein wunderschönes Casino nichts mehr wert. What have I done? I have forgotten that I need electricity. Okay, warte, wir können das kurz ausschalten. Dann geht wenigstens alles weiter. Ach, schön, 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 wunderschön. Generatorraum. Ausgebaut. Zack. Gegenstände. Zack. Zack. Nein. Fällt mir jetzt zwar nicht so ultimativ, aber ja, wird schon passen. Leute, do it please. Und du, aber Dali anwerfen bitte. Do it now. Not enough gold? Habt ihr den Kopf nicht gehört? Ich bin der reichste Mensch dieser Insel. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Hä? Wo ist stecken geblieben? Wer ist hängen geblieben? Ich weiß, meine Minions sind alle ein bisschen hängen geblieben, aber die arbeiten schließlich für mich. Ah, wunderschön. Wir haben es geschafft. Zu starten, dieser Angriff. Hä? Jetzt können wir machen diese Mission. Wunderschön. Ein Diener, ein Techniker, ein Wächter. Und 7500. Mache ich. Für unseren ersten richtigen Schergen. Unseren ersten Super-Schergen. Muhaha, muhaha, muhaha. Ja. Was ist hier? Not enough gold to complete this construction. Ist er immer noch festgefahren? Nee, jetzt geht's los. Nee, jo. Okay. Was soll denn damit sein? Hä? Ist frei? Ja, bist frei. Okay, alles klar. Ich checke halt echt nicht, warum so nichts bei uns ankommt an Touristen oder so. What have I done? Ein einziger. Olli Steven. Ich sag mal, wie es ist. Ist nicht so geil. So Leute, es wäre jetzt echt schön, wenn ihr das hier alles mal klären würdet, ne? Kommt, bringt mal hier Generatoren, damit wir hier endlich losdiddeln können. Ah. Wir haben schon 11 Berichte. Very nice, oder? Ach, schön. Ich find's einfach schön. Bleibt ihr meine Schergen. Die warten noch auf den Hubschrauber. Was ist denn hier los? Ist denn hier wenigstens schon jemand? Nee. Hier ist aber gleich wieder fertig. Und hier hat's gerade angefangen, ja. Ja, der Hubschrauber, wir haben halt nur einen Hubschrauber, ne? Wäre schön, wenn man das irgendwie upgraden könnte in einen Avenger Jet des Bösen oder so. Das wäre nice. A scheme has succeeded. Also wir können das hier nachher auch noch einfach ausbauen, indem wir die Zellen dann so in einer Reihe nebeneinander stellen. Also 3-4 Stück hätte ich schon gerne, weil da kommen immer 4 Stück. Und wenn wir es nicht schaffen, die abzulenken, dann... Ja, da kommen wieder Touris. Meine lieben, lieben Touris. Zocke Touristen ab, bitte. Macht das einfach überall. Vielleicht kommen sie ja deswegen nicht, weil ich die nur abziehe. Haha. ja. Habe ich hier wieder Geld? Eigentlich? Das wäre super. Ja, Geld. Ja, Geld. Wir sind reich. Wir rekrutieren den Sohn. New optional objective available. Ich finde es halt echt geil geregelt, ist jetzt das Spiel. Es macht Bock. Du kannst es auch auf unterschiedliche Arten spielen. Zum Beispiel jeder Hauptcharakter, wer es am Anfang nicht mitbekommen hat, hat eigene Fähigkeiten, die geil sind. Alle auf ihre eigene Art. Müsste mal das erste Video vielleicht schauen. Ganz am Anfang erkläre ich einmal die ganzen Charaktere.
Da Schlägerei, da. Hier wird alles fein trainiert, das ist schön. Oh, hier sitzen meine Sicherheitsmänner und Frauen. Eigentlich müsste ich hier die Tür offen lassen, ne? Dass die dann direkt mitkriegen, wenn hier jemand reinkommt. Aber wenn man hier die Kamera, ich weiß gar nicht, ob die was bringt. Aber hier ist auf jeden Fall nochmal eine. Also wenn jemand in den prekären Bereich kommen sollte. Wieso hüpft ihr so? Nice. Jetzt muss ich mal kurz Pause machen, weil ich will die nicht verlieren. Rekrutiere Sohn, hol die Belohnung ab. Willkommen im Team! Die Schergen haben bereits unterwegs informiert sie über Sachen. Man sagte mir, dass ich einen großen dass sie in großen Fußstapfen wandeln. Yeah, baby. Eli Barracuda Jr. Der Sohn von Eli Barracuda. Das haben wir anscheinend gemeinsam, Mr. Barracuda. Das war der Name meines Vaters. Nennen Sie mich einfach Eli. Oh, Motherland. Glorreiches Ivania. Ich vermisse dich. Wollen Sie zurückkehren? Eines Tages ja, aber jetzt müssen wir erst einmal hier arbeiten, fernab von neugierigen Blicken. Aber ich vermisse meinen Palast, meine Einsatzzentrale. King of my castle, King of my castle. King in the castle, King in the castle. Have a chair, I have a chair. Bau mir ein neues Refugium. Irgendwo, wo ich meine Verbündeten versammeln kann. Geil, ja, mach ich sofort, ey. Super cool. Unser Refugium ist nämlich der Ort, wo sich unser Supergenie ausruht. Denn normalerweise, was er hier macht, verbraucht Moral oder. Und ja, können wir dem jetzt ganz easy peasy ersparen, beziehungsweise wieder regenerieren. Wir brauchen zwar momentan noch nicht zu regenerieren, aber bald. Das machen wir so. Machen wir erstmal so, das sollte reichen. Dann haben wir noch Platz, das Ding auszubauen, aber das können wir auch nochmal hier ausbauen. Ja, damit bin ich, ach shit, da bin ich gar nicht zufrieden. Halt, stopp. So. Nochmal halt, stopp. Ja, doch. Ich bin so dumm. Ich hätte jetzt fast wieder alles Flur gemacht, Freunde. So, mein Refugium. 1, 2, 3, 4. Machen wir es mal. Machen wir mal so. Was ausprobieren. Hier ist nämlich. Das sieht ja geil aus. Unser privater Schreibtisch, Madir. So, jetzt muss ich hier noch den Raumtyp wieder anpassen, sonst kickt der Autismus. So, perfekt. Perfekt. Oh. Ich bin wuschig. Dekor. Ja, wir brauchen natürlich. Eine Klimaanlage auf jeder Seite, ist ganz klar. Bisschen hiervon, bisschen davon. Ich will das einfach schick haben jetzt. So. Bam. Baut mein Refugium, meine kleinen Arbeiter. Ihr könnt schaffen. Ich kann hier wieder den Strom anmachen. Wir haben noch 36 plus, also das läuft. Not enough gold. Das läuft nicht so. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Starte Plan. Bam. Wie sieht's hier aus? Fast fertig. Wie sieht's hier aus? Geld. So sieht das nämlich aus. Und hier? Hier ist gerade gar nichts. Okay. Wahrscheinlich gerade fertig geworden. Oder so. Verhaftet, ausgeschaltet, desertiert? Hä? Wie? Warte. Gefallen, 3. Okay. Das ist irgendwie neu. Aber egal. Läuft. Bestätigen, we want money. We want
some of the honey, what's called money. Nice. So, und da laufen sie auch schon. Und hier laufen sie auch schon. Weißt du was? Ach, guck mal, jetzt haben wir auch schon Moral verloren, glaube ich. Wir gehen mal hier. Los, Ivan sagt, ihr sollt schneller arbeiten. Schneller, Badali. Euch mangelt es an Disziplin. Okay, keine Agenten bis jetzt zu sehen, aber auch nicht genug Touristen, um eine riesige Ansammlung von Dienern zu rechtfertigen. Egal. Hier ist irgendein Plan fertig geworden. Ich denke mal, der hier unten. Ja. Dann sollte ich nochmal 10.000. Ja, obwohl, wir machen es hier mal so. Können wir halt hier 20 Minuten nichts machen, aber wir sparen ein bisschen Geld. Aber wir sind ja gerade schick am Ausbauen, ne? Und das Ding hier, das kostet richtig. Das kann ich euch sagen. Aber was soll sein, ne? Ich brauche Luxus. Bin ein Bösewicht. Musst du verstehen. Verstehst du? Ich verstehe. Weißt du was? Dieser Stuhl jetzt, ne? Weiche. Ohne Witz. Zack. So, jetzt stehst du da nicht mehr rum. Jetzt steht er. Steht an der Wand. Ja. Mach mal den Stuhl weg, wo du gerade drin gesessen hast. Ey, ich bin so doof. Ich habe. Ey, ich bin so doof. Ich habe vorhin tatsächlich vergessen, diese Minions weiter zu verfolgen. Und habe jetzt keine Ahnung, ob das meine Minions oder irgendwelche Vorgängeragenten waren, die mir hier rumvogeln wollen in meinem Business. In meinem wunderschönen Business. So, ich will mehr Tubis, Alter. Hier war doch immer alles rappelvoll. Meine Hütte hat geglänzt vor shiny, shiny, bling, bling, what's hopping over the table. Aber hier, guckt ihr mal an. Das ist ja traurig. Da, 1, 2. Bullewutzes. Das geht ja gar nicht. So, egal. Ivan, hör mal bitte auf. Geh mal hier. Schmier. Bitte, mach schmier. Dieser Nichtsnutzige zum Beispiel vorhin, ne? Den finde ich nicht mehr. Der ist da so rumgehoppelt, das sah verdächtig aus. Der hat sich viel zu viel angestrengt für diese Art von Arbeit. Mach mal Awadali hier alle. Aber zack. So, wir haben übrigens unseren neuen Henchman, den habe ich noch gar nicht introduced. Den guten Mr. Barracuda. Wir haben ihn zwar kurz im Video gesehen, aber wir gucken jetzt mal gemeinsam, was er so kann. Er hat den silbernen Revolver. Eli lädt seinen berühmten silbernen Revolver. Die tödliche Fernwaffe kann 6-mal gefeuert werden. Kostet 80 Moral. Plaudertasche. Eli schlägt mit seinem Charme einen Gegner in seinen Bann. Seine Werte regenerieren sich, während er die Entschlossenheit des Ziels reduziert. Nice, oder? Was will er denn jetzt da drin? Eli, kannst du mich hier arbeiten? Irgendwie? Ja, mach mal. Geh schneller. Faule Sau. So. My main. Das ist my main. Okay. Gleich haben wir gebaut den Raum des Bösen. Mein Castle, mein Castle. Es wird wunderschön. So, macht schneller, schneller. Okay, wir sind fertig mit dem Zeug. Seht ihr, mir fehlt das Geld. Fuck. Das ist nicht so gut. Egal. Unser guter Ivan wird sich jetzt hier vorne hinstellen als Bewachung. Da, sagt er, da, genau dahin sollst du. Ich hab richtig verstanden. So. Oh Leute, wir brauchen Geld, ey. Aber es ist alles in der Mache. Von daher. Alles gut. Haben wir hier noch vielleicht ein bisschen Geld abzuholen? Nope. Nope. Egal. Ah, du wirst ein Diener. Sehr schön. Kann ich eigentlich. Nee, ich kann keine Leute nachkaufen, weil wir kein Geld haben. Aber ach komm, was soll der Geiz? So, es Scheme has succeeded. That is very nice. Boah,
was bitter, ich kann hier jetzt auch nur so machen. Das ist bei 83, das ist bei 55. Das ist bestimmt erst bei 4, ja. Hm. Not enough gold. I know what you are all talking about. Ja, nicht genug Geld. Das wissen wir alle. Aber da kommen wir drauf klar, ne Leute? Voll geil, oder? Guck mal mit den Ivan-Bildern an der Wand und so. Übrigens, jedes Superschurken-Bösewichten-Genie hat einen ganz eigenen Luxusraum, sag ich mal. Refugium. Und auch einen eigenen Schreibtisch. Und das hat schon Style. Also, ich finde das sehr gut, dass sie optisch auch die Lairs so ein bisschen dann an die jeweiligen Superschurken angepasst haben. Was ist hier los, Alter? Wo bleiben meine Schiffe? Ey, ich habe hier investiert in Casino-Gedöns. Richtig teurer Stuff. Und dann sowas. Ey, das tut weh. Nee, ehrlich? Keiner hier interessiert. Ich kann ja mal Zocker-Touristen ab ausmachen. Vielleicht. An dem hier nicht abzocken, an dem abzocken, an dem abzocken und an dem nicht abzocken, so. Das geht ja so nicht, liebe Freunde der Nacht. Ah, das Geld fehlt wirklich für unseren verdammten. Ah, nee, da kommt da unser Schreibtisch! Ivan! Boah, Brille, Alter. Ivan! Komm schnell! Schnell, komm schnell! Yeah! Baby. Geh zu der Mission, hol die Mission ab. Bam! Ivan, ihr war meine Nation! Ich habe sie großartig gemacht! Und jetzt werde ich durch was ersetzt? Wahlen? Voting? Wahlen? General, General, wir bereiten unsere Verteidigung vor, aber Hammer ist im Anmarsch. Irgendwie haben sie von dieser Insel Wind gekriegt. Weil ich verraten wurde, ich werde diese Verräter finden und sie verbrennen, bis sie Asche sind und dann ihre Asche verbrennen und sie dann zu Mischek machen. Wenn wir jetzt einen Angriff beginnen, können wir nicht siegen, General. Uns fehlt es an Streitkräften. Dann greifen wir eben jetzt nicht an, Idiot. Wir sichern meine Truppen. Wir finden heraus, wer mich betrogen hat und dann wird geplant. Und genau das machen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem, was ihr gesehen habt und dass ihr beim nächsten Mal dann wieder dabei seid. Bleibt so toll, wie ihr seid. Danke für alles. Haut rein, euer Brille. Tschüss.